Er könnte schwören, hier war jemand. Ich habe jemand gesehen. Leute, da war jemand. Ihr müsst mir glauben, Leute, ehrlich. Hundertprozentig hinter dem Baumstamm. Odi, der Blödmann und Briggs. Ja, was machen die da? Was wollt ihr Blödmänner hier? Hier waren Einbrecher gerade. Gib uns deine Diamanten. Meine Diamanten? Du Goofy, was willst du von mir? Ich hab keine Diamanten. Ja, du bist der Goofy. Gib uns all deine Dias, du Goofy. Hör auf damit, Leute. Das ist nicht schön. Ich hab nur Nintendo Switches und ihr werdet meine Diamanten eh nicht finden. Die sind irgendwo in den Kisten drin. Die mit. Hey, warum gib seid uns ihr deine so? Diamanten. Du bist eh ein Baby. Genau. Babys brauchen keine ich Diamanten. Ich bin kein Baby. Babys müssen auch nicht bezahlen, Babys. Warte. Wo sind deine Diamanten? Naja, genau. In Kisten drin, ihr Blödmänner. In welcher Kiste? In welcher der Kiste, rechten. Jimmy? Der hör auf, meine Nintendo Switch wegzumachen. Da ist nichts drin, letzte Chance. Lügner, sag schon. Die sind da drin, nehmt die euch einfach raus, Leute. Nehmt einfach raus, was geht. Leute, die klauen alle meine Diamanten. Seid ihr jetzt glücklich? Ja, du Blödmann, Briggs, die lassen schnell abhauen, komm schon. Ihr seid die schlimmsten Freunde, die man haben kann. Ich wünschte... Weißt du was? Was? Du bist ein Goofy-Baby. Ich bin kein Baby. Du Blödmann, hau bloß ab. Hä? Was schreibt Brexy da, Leute? Der hat da irgendwas hinterlassen. Ich will das gar nicht lesen, Leute. Meine ganzen Diamanten sind weg, weil meine Freunde die mir geklaut haben. Das gibt's nicht. Die sind voll gemein und haben gesagt, ich bin ein Baby. Schau mal, was Brexy da geschrieben hat. Der hat bestimmt wieder irgendeinen Blödsinn dahin geschrieben. Schaut ihr euch an, wie die da das feiern, dass sie meine Diamanten haben. Ja. Gönnt euch meine... nimm das zurück, du Blödmann. Wisst ihr was? Ich hab ne Idee. Was würde passieren, wenn ich wirklich ein Baby bin? Ich hab nämlich noch einen Babyanzug von meinem kleinen Bruder. Den kann ich anziehen. Und dann werde ich einfach deren ganze Diamanten klauen. Als Baby. Mal sehen, ob ich so ein Blödmann bin, wie die sagen. Die werden das schon sehen. Was machen die mit meinen Diamanten? Hey, was machen die da? Guckt euch mal das an, die haben richtig Spaß ohne mich. Cool, Braxy! Wir haben jetzt wegen Jimmys Diamanten einen Basketballkorb gekauft. Zack. Ich wollte schon immer einen Basketballplatz haben und jetzt haben die das mit meinen Diamanten. Egal, ich werde mich rächen. Und zwar als Baby, weil niemand kann einem Baby widerstehen, Leute. Oder könntet ihr so einen kleinen süßen Baby widerstehen? Nein, könntet ihr nicht. Ihr würdet dem vertrauen. Und dann schnapp, sind alle eure Diamanten weg. Ha, das heißt, ich ziehe mich kurz um und dann werde ich denen einen Besuch abstatten. Vielleicht adoptieren die mich ja sogar. So, Leute. Ich bin Baby Jimmy. Guck mal, wie läuft schon der Sabber raus. Oh Mann, als Baby Minecraft, das Spiel macht richtig Spaß. Und meine Freunde werden einen richtigen Schrecken bekommen. Aber ich darf natürlich nur Babysprache verwenden. Also, naja, ich versuche immer noch deutlich zu reden. Aber das könnte ein bisschen nuscheln, Leute. Ra, ra, ba, Baby, Baby. Ich muss ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren. Hörst du das, Breaks hier? Das hört sich an wie eine tote Katze. Woher kommt das? Keine Ahnung. Hey, hier ist ein Goofy-Baby. Komm schon. Echt ein Goofy-Baby. Hallo, Kleiner, du siehst so süß aus. So schnucklig. Schnuckelig aus? Egal, Leute. Nach Hause. Das ist nicht dein Zuhause. Geh raus. Ich glaube, du hast ein Baby bekommen, Odi. Das ist deine Verantwortung. Mein Braxy. Oh Mann, jetzt haut der auch ab. Baby, wo sind denn deine... Spielzeug. Warte mal. Wo sind deine Eltern? Alles gut, ich hab nichts gesagt. Du kannst mit meinem Spielzeug spielen. Odi glaubt das sogar. Ja, wir haben schon mal sein Vertrauen und bald können wir seine Diamanten nehmen. Ja, spielen. Pikachu. Pika. Genau, Pikachu. Mann, ich hab keine Ahnung von Babys. Willst du Kuchen, Baby? Guck mal. Dia, Diamanten. Dia. Komm
Schatz, ja. Keine Diamanten, du blöd Mann. Diamanten, ra. Den kann ich dir geben. Hä? Der Blödmann gibt mir wirklich einen Diamant. Cool, haha, den habe ich jetzt schon wieder zurückgeklaut. Ja. Lass alles benutzen hier, aber geh bitte nicht an diese Truhe hier, okay? Die ist nicht für Babys. Was ist da? Das sind geheime Sachen, okay? Geheime Sachen, Leute. Ich glaube, da sind seine Wertsachen drin. Oh, richtig cool. Soll ich uns McDonald's bringen? Ja. Willst du Pommes? Okay, dann bleib aber hier, nicht weglaufen, okay? Ja. Leute, das klappt so super. Das müsst ihr auch mal testen. Einfach als Baby Minecraft spielen. Alle werden euch richtig gut behandeln, Leute. Aber ich bin echt gespannt, was in der Truhe drin ist. Was könnte der Doofmann da drin haben? Ich glaube, da sind Diamanten und Schätze drin. Sollen wir das gemeinsam aufmachen, Leute? Okay, zusammen. Aber dafür müsst ihr abonnieren. Kommt schon. Auf 3. 1, 2 und Baby abonnieren. 3. Kohle drin, der Blödmann. Und Diamanten. Alle mitnehmen. Ja, wir sind super reich. Die Kohle kann er behalten. Ich werde ihm eine Switch dafür geben. So. Oh, richtig cool. Wo ist eigentlich Paxi, der Blödmann? Ist der zu Hause? Ich glaube, der ist bei sich zu Hause. Das heißt, wenn Odi gleich kommt und sieht, dass seine Diamanten weg sind, werde ich einfach die Schuld auf Paxi schieben und werde sagen, Paxi war das. Oh, wir müssen leise sein. Er kommt schon wieder. Baby! Odi freut sich richtig, dass Baby, er... Baby! Ra! Schau mal, eine Pommes! Brixi! Was denn, Brixi? Was ist mit Brixi? Brixi, Einbrecher! Ra! Und dann Kiste! Einbrecher! Also ist Brixi hier reingebrochen und dann ist er an meine Kiste gegangen? Die ausgeklaut. Baby, komm mit, den verprügeln wir jetzt. Ja. Leute, die beiden haben jetzt gleich Stress wegen mir. Irgendwie ist das witzig. Wir müssen mal gucken, wie Brexy reagiert, weil der hat ja gar nichts geklaut, sondern ich. Brexy, mach die Tür auf. Was ist denn? Was willst du? Du blöd, Mann. Gib mir meine Dias zurück. Welche Dias? Wovon redest du? Die du mir geklaut hast aus meiner Geheimkiste. Ich werde die Diamanten hier einfach hinten hin tun. Odi, wenn ich schnipse, kriege ich Geld. Ich brauche doch keine Dias. Was? Gefunden. Da liegt doch mein Dia. Wo sind die? Wo sind die restlichen Dias? Genau. Hier stimmt etwas nicht. Ich kann keine Dias haben. Brixi war's. Guck mal, das Baby sagt auch, dass du's warst. Fernseher mitnehmen. Genau, gib den Fernseher her. Nein, Odi, ich kann's nicht gewesen sein. Ich hab Steuerschulden. Du Blödmann. Das kann nicht sein. Dein Klo gehört jetzt auch mir und der Tisch auch. Los, Baby, lass uns abhauen. Tschüss. Mann, du wirst sehen, Odi. Sobald ich meinen Insi-Modus aktiviert habe, komme ich zurück. Der Blödmann, Leute. Schnipp's einmal, du Blödmann. Du kommst nicht auf nie wieder. Hört einfach nicht auf die Leute. Wir haben Brixi reingelegt. Und schaut mal, ich habe immer noch ein Stack Diamanten. Wir freunden uns einfach weiter mit Odi an. Dann haben wir nämlich einen Komplizen. Der wird uns niemals verraten. Baby, warum hast du Diamanten in der Hand? Brixi. Mann, jetzt muss ich dem Blödmann noch Diamanten zurückgeben. Das Brixi. Waren doch sicher mehr, wenn du die bei Brixi gefunden hast. Der Blödmann. Das alle gewesen sein. Weil Babys brauchen keine Dias, das wissen wir ja schon. Babys brauchen keine Dias, Leute. Auch Babys brauchen Diamanten. Ich will auch mir was zu essen kaufen, der Blödmann. Egal, ich werde mich jetzt hier auf sein Bettchen einfach legen. Mal schauen, wo Odi dann schläft. Schlafen. Hä? Du willst schlafen auf mein Bett? Du Papa sein. Ich bin nicht dein Papa, aber na gut, dann schlaf unten, ich geh einfach hoch, okay? Gute Nacht. Gute Nacht. Leute, das ist der beste Prank, den ich jemals hatte. Eule. Das ist keine so, Eule, Baby. Oder? Hä? Odi. Diamanten. Ich muss jetzt für einen Tag verreisen. So lange musst du zu Brex hier. Nein. Jetzt kann ich doch keine Diamanten von Odi mehr klauen. So, komm mit. Hä? Wohin?
So, Braxy, komm jetzt! Oh Mann, nicht ich hin. Muss los! Oder wir klauen von Braxy auch Diamanten, Leute. Das wird bestimmt richtig lustig. Rah, rah, Braxy! Und jetzt? Baby, wo bist du? Ach, ja. Da bist du wieder. Braxy! Braxy! Nein, was willst du? Jetzt mach auf, komm schon! Du blödes Baby, raus mit dir! Hey, nein! Was darf man nicht machen, blödes Baby! Aua. Mach das immer als Jimmy! Braxy, hör mir mal zu, bitte! Was denn? Ich muss heute verreisen. Kannst du so lange auf das Baby aufpassen? Oh, nee, ich kann keine Windel wechseln. Nimm ihn doch mit. Komm schon, du hast bei mir noch eine Rechnung offene. Du hast doch mein Fernseher schon mitgenommen. Du hast bei mir noch zwei Rechnungen offen. Ist so. So, du nimmst das Baby bis morgen. Tschüss. Was ist Windel, denn? Windel voll. Oh, nee, leg dich hin. Okay. Leute, Braxy, du musst meine Windel wechseln. Oh, ich hab sowas aber noch nie gemacht. Setz dich einfach auf die Toilette, warte. Okay. Hier, setz dich hier hin. Okay. Oh, ich muss die Türen aufmachen. Leute, das ist so cool, als Baby zu spielen. Jetzt haben wir erst mal bei Braxy richtig einfahren lassen. Edge. Braxy, Braxy! Wo du deine was Diamanten? Denn? Wo sind deine Diamanten? Meine Diamanten? Die sind im Keller, aber davon weiß keiner. Will damit spielen? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte! Ich Nein! Pommes dafür! Ich kann mir. No, nimm die Pommes wieder, die sind angesabbert. Okay, die sind also im Keller. Okay, dann werden wir einfach schlafen gehen. Müde, müde. Dann leg dich hin. Du kannst oben schlafen, nicht unten. Oh Mann. Und ich will dich die ganze Nacht nicht hören. Sei leise. Okay, bis morgen. Ich werde nicht schlafen, Leute. Cool, der hat sogar einen Spider-Man-Anzug. Den können wir auch klauen, Leute. Und sogar ein, ein Captain America-Anzug. Wie cool ist das denn? Egal, ich werde einfach abwarten, bis Braxy schläft, Leute. Und dann werde ich schwuppdiwupps einfach in den Keller gehen und alle Diamanten da nehmen. Ich hoffe, dass der Doofkopf schon schläft. Sollen wir mal luchern und gucken, ob der schon schläft? Warte, wir müssen leise sein, Leute. Einmal nach unten. Der schläft. Ganz leise sein, Leute. Ganz vorsichtig. So. Am Fernseher vorbei. Jetzt noch schön hier Richtung Keller gehen. Und keinen Mucks machen. Und jetzt müssen wir die Diamanten finden. Oh, wo können die sein, Leute? Hier vielleicht? Nein, da vielleicht? Oh, wieso gehen die Kisten nicht auf? Der hat die bestimmt abgeschlossen oder so. Hier? Nein, da, nein, oh Mann, wo sind die Diamanten von dem Blödmann? Die müssen hier irgendwo drin sein. Ah, die Kisten gehen nicht auf, Leute. Da soll doch mal jemand sagen, dass Braxy arm ist, Leute. Der hat ganz viele Diamantblöcke, der Blödmann. Ich hab da was gehört, Leute. Verstecken, 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 nicht, dass der Doofkopf runterkommt. Oh, kein Mucks machen, Leute. Wer ist hier unten? Braxy ist da. Hallo? Nein, 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 nein. Ist hier jemand? Abhauen, abhauen, abhauen. Und jetzt auf die andere Seite. Baby, was machst du denn hier? Einbrecher, wo? Sag mir sofort wo. Da lang, komm mit. Ich weiß nicht, wo lang der gegangen ist. Da, genau. Oh, das war bestimmt Odi, oder? Ja! Leute, oh, der Blödmann! Wo das hinführt, aber. Wo sind wir hier, Leute? Genau hier! Nein, das ist Hanna? Verdammt! Ja! War auch lila! War auch lila, das war Odi! Der kann was erleben! Odi aber auf Reisen, weiß nicht. Leute, ich glaube, der Prank geht ein bisschen zu weit. Odi, mach die Tür auf! Hoffentlich ist Odi da oder so. Nein, Braxy. Nein. Was willst du? Du bist bei mir eingebrochen, meinte Baby. Ich hab ihn gesehen. Ich war doch auf eine Schiffsreise. Das Baby. Warte mal, Braxy, das Baby lügt. Nein. Das Baby lügt nicht. Sag nicht, dass das Baby lügt. Zünden. Er ist mein Freund. Zünden. Hier, Baby, mach du. Baby, wenn du das zündest, dann werde ich.
werde ich richtig sauer. Ich kann doch nicht jetzt einfach Odis Haus anzünden, Leute. Oder doch, was würdet ihr machen? Für die Diamanten oder für meine Freundschaft? Diamanten oder... Oh, die haben mich aber fertig gemacht und meinten, ich bin ein Goofy-Baby. Jetzt reicht's mir. Odi ist so jetzt ehrlich, Branksy. Zünd an! Zünd an! Okay. Nein! Das gibt Ärger. Das gibt richtig Ärger. Sehr gut, Baby. Lauf weg, schnell. Weg hier. Hä? Branksy. Warte mal. Ja. Hast du das gehört? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Baby. Wo ist Nix, Timmy Baby? Eigentlich die ganze Zeit? Warte mal, das sieht aus wie ein Kostüm, Rex hier. Diamanten. Hat Odi fallen gelassen, Brixi. Der lügt. Nein, Kostüm, Brixi, zieh ihm das runter. Warte, ich hab ne Idee, komm mal mit. Komm mal mit, schnell. Was denn? Wieder, Leute. Geht weg von meinem... Hey, hört auf damit! Ach, Baby, Bro... Was willst du Baby, sagen? Baby, komm mal mit! Zünde mal auch Jimmys Haus an! Genau, weil Jimmy war auch böse zu dir! Genau, stimmt! Orange ist cool! Orange ist nicht cool! Ich mag Orange! Sauer, nein, du Blödmann! Du hast mein Haus kaputt gemacht! Es ist Jimmy! Jimmy, du Blödmann, wolltest von uns Diamanten klauen! Ihr Blödmänner, guckt mal, ich hab ganz viele Diamanten! Und ihr... Jimmy, das kriegst du zurück! Nö, eben nicht! Ihr seid gemein und ihr habt die ganze Zeit gesagt, dass ich ein Baby bin, das habt ihr davon! Das war höchstens Eisenbahn! Weißt du, ein Goofy-Baby, du Goofy-Baby! Weißt du was? Auf was? Du bist jetzt zwar oben, aber bald wirst du unter der Erde sein. Das verspreche ich dir. Genau. Komm mit, Odi. Du bist blöd, genau. Und außerdem, Baby zu sein, macht Spaß gemacht, Leute. Die sind zwar Wissenschaftler und Odi, keine Ahnung, was er ist, aber das war doch nur fair, oder nicht? Ich meine, ich musste die Diamanten nehmen. Die sind so gemein und außerdem muss ich damit mein Haus reparieren, Leute. Aber vielleicht sollte ich mich bei Brixie als Jimmy entschuldigen. Aber das machen wir gleich, Leute. Ich glaube, da muss ich erstmal warten, bis es Sommer wird. Wer schreit denn hier so rum, Mann? Hallo, ist da draußen jemand? Wer schreit denn hier so blöd? Warte mal, das muss ich mir genauer anschauen. Das kann doch nur eine Person sein. Überraschung! Rudolf, bist du das? Wo kommst du denn her? Hey, du bist ja... Oh nein! Oh, ich wusste, dass du kommst! Mama hat mir geschrieben, dass du... Es ist kalt. Ja, nicht, dass du krank bist. Los, lass uns reingehen. Komm mit. Das ist mein Zuhause. Oh, das ist voll cool. So viele Getränke. Ja, und eins davon ist deins. Aber nur, wenn du brav bist, okay? Das Größte. Das hier. Nein, ich will das hier. Das hier. Oh, beruhig dich mal, kleiner Bruder. Ich wusste gar nicht, du bist wirklich mein kleiner Bruder? Ja, ich bin dein kleiner Bruder, du Doofkopf. du bist ja auch orange, stimmt. Also. Ich hab Hunger. Junge, warte mal. Ich hab einen Burger. Willst du einen Burger haben? Oder den oder das, wie du bist. Hat das geschmeckt? Das war ein richtig cooler Kuchen. Kann ich noch einen? Nein, ich habe keinen Kuchen mehr. Ich habe nur einen Burger, wenn du willst. Fortnite-Lego! Nein! Hey, das ist meine Switch. Darauf will ich Fortnite-Lego spielen. Kann ich darauf meinen Lieblings-YouTuber schauen, bitte? Ja. Bitte. Ja, okay, aber wer ist dein YouTubes Lieblinger? Odoman? Macht der auch Fortnite? Ja, der hat ein Lego-Video rausgehauen, das ist richtig cool. Oh, los, mach mal an, ich will auch sehen. Mann, du schaust nur für dich, du Blödmann, egal. Sag mal, seit wann kannst du Fortnite spielen? Hä? Ich spiel Fortnite Lego, das ist voll cool. Und da kannst du mit Lego-Steinen bauen, weil ich mir keine leisten kann. Deswegen baue ich in Fortnite. Du bist süß, komm mit ihr nach oben, da ist es schön warm. Außerdem hier unten kann man nicht so richtig rumlaufen wegen den ganzen Geschenken, weißt du? Aber hier oben kann man schön rumlaufen, guck mal, sogar mit Feuer. Wow, ein Rentier.
Ja, das ich will drauf reiten. Nein. Das Rudolfin-Ruder, das ist meiner. Du musst dich ein bisschen benehmen, wenn du bei mir bist, okay? Okay, ich gehe nie wieder nach Hause, ich bleib hier. Ja, okay, du kannst ein paar Tage hier bleiben, aber du musst dich benehmen. Was machst du da? Hey, du hast die Kerzen ausgepustet. Ich hab sie nicht ausgepustet. Ich krieg sie nicht ausgepustet. Anna, weißt du was? Benenn dich einfach. Ich muss schlafen. Es ist eh Bettzeitchen. Es ist schon dunkel geworden. Hast du verstanden? Nein, ich schlaf nicht so früh. Doch, du musst schlafen, ansonsten kriege ich Ärger von Mama. Also geh schlafen. Oder willst du etwa kein Geschenk zu Weihnachten, ha? Aber unsere Schwester hat uns beigebracht, was Mama nicht weiß, macht sie nicht reif. Ja, das ist ein tolles Sprichwort, aber jetzt bin ich die verantwortliche Person. Das heißt, du legst dich schlafen. Und ich schlaf unten und weh, ich höre nur einen Mucks von dir, hast du verstanden? Ich wünschte, du wärst niemals geboren. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht so gemeint, Leute. Das hat mein kleiner Bruder nicht so gemeint. Nein, nein, nein. Das meint er einfach nur so aus Spaß. Außerdem ist es schon richtig spät. Ich bin schon müde. Hoffentlich haben wir morgen einen richtig schönen Tag zusammen. Guten Morgen. Ah, stimmt, ich habe ja noch Besuch da, Leute. Ich schau mal, was der kleine Racker da oben macht. Hoffentlich geht's ihm gut. Ich bin nämlich verantwortlich. Was macht der da? Hä? Er springt da rum. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hey, hey, kleiner Mann, komm da zurück. Hey, das ist ein Geheimweg. Oh, Odi, hey, Odi, ich habe hier ein kleines Problemchen. Mein kleiner Bruder ist hier oben. Das ist Lärmbelästigung, was ihr da macht. Das ist gar nicht Lärmbelästigung. Hey, hör auf damit, du wolltest, dass ich runterfall. Das ist nicht witzig. Und? Wer ist das? Das ist mein kleiner Bruder. Der ist genauso verrückt wie ich, aber noch verrückter irgendwie. Hör auf, du bist noch krank, wenn du so weitermachst. Das ist... Ich fang dich auch gleich, du Blödmann. Komm mit, ich stell dir Odi vor. Vielleicht hat der einen Schokokuchen. Odi? Ja, das ist Odi. Kleiner Kerl, wie heißt dein kleiner Bruder? Wie heißt der nochmal? Maximilian. Heißt Maximilian? Ja, Maximilian, genau. Bist du sicher, dass du Maximilian heißt? Eigentlich heißt es Maxi. Jimmy, du musst darauf aufpassen, dass er hier keinen Blödsinn macht. Und ihr wart richtig laut heute Morgen. Ich musste fast die Polizei rufen. Der macht voll die coole Kerl. Danke, kleiner Kerl. Schau mal, ich hab was für dich. Nein, gib ihm nicht so viel davon. Er wird noch krank, wenn du so weitermachst. Er isst den ganzen Tag. Oh, er hat schon wieder den ganzen Kuchen gegessen. Das war lustig, Jimmy. Jetzt lass ihn doch. Der ist süß. Ja, okay. Ein bisschen Süßigkeit. Ja, schau mal. Janine. Ich hab was für dich. Guck mal, der Angst mit der Katze spielt. Oh, die? Aua! Siehst du, was du angestellt hast? Jetzt will er die ganze Zeit mich ärgern. Och, Mann, Odi. Das war keine gute Idee. Der wird die ganze Stadt kaputt machen jetzt mit der Axt. Oh, ja, dann fang ihn ein, du Blödmann. Es ist dein kleiner Bruder. Ja, super. Nachdem du das angestellt hast, muss ich wieder alles bereinigen. Hey, hör auf damit. Hör sofort auf. Das ist unser Weihnachtsbaum. Der bleibt da. Ah, hier, du Blödi. So besser so. Odi ist viel cooler als du. Odi ist... Nimm das zurück. Wir sind beide gleich cool. Ich bin cooler als du, Jimmy. Ha. Du kann ich bei dir schlafen? Was? Wenn du willst. Odi? Ja. Darf ich? Jimmy. Nur eine Nacht. Aber wehe, es passiert ihm irgendwas. Er wird krank oder so. Dann gibt's Ärger. Juhu. Komm morgen vorbei. Es wird schon nichts passieren, Jimmy. Alles gut. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, Leute. Mein kleiner Bruder war noch nie irgendwo anders. Und jetzt ist er auf einmal bei Odi. Und ihr habt gesehen, Odi hat ihm einfach eine Steinangst gegeben. Da hätte sonst was passieren können. Wir beobachten die mal kurz. Was machen die da drin? Was willst du machen, Baby? Ich will Basketball spielen. Komm mal, du kannst sogar werfen. So, zack. Oh, die spielen Basketball. Wie süß. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass er bei Odi ist. Ich muss dir was sagen. Hä? Was sagen? Was denn, Maximilian? Was ist denn? Mein Bruder, der ist... Was? Den mag keiner aus der Familie. Das stimmt nicht. Das denkt er sich aus. Was ist das denn? Weil der von uns abgehauen ist, als er ein Baby war. Und jetzt ist er nie... Er hat sich niemals bei uns gemeldet.
Und Mama hat geweint die ganze Zeit. Oh Mann, jetzt fühle ich mich irgendwie voll schlecht, Leute. Warum sagt er sowas? Aber du kannst doch trotzdem mit ihm cool sein. Jimmy ist doch nett. Ja, aber er schickt mich immer früh schlafen. Und er sagt, ich darf nicht so lange wach bleiben. Und ich soll immer schlafen, als wäre er mein Papa. Dabei ist er nur mein Bruder und er ist nur 2 Zentimeter größer als ich. Das habe ich nicht verantwortet. Kannst heute eine Stunde länger bei mir bleiben. Oh, das merke ich mir. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich merke mir das und das stimmt nicht. Die Hälfte, was er gesagt hat, ist gelogen, Leute. Ich bin zwar von zu Hause abgehauen, aber nur weil meine Familie nicht nett zu mir war. Und ich muss die ganze Zeit selber alles machen. Voll doof. Egal. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen für mich sein. Irgendwie voll traurig, dass er lieber Oli mag als mich. Aber Hauptsache, er hat Spaß, Leute. Mann, ich hätte echt gern Weihnachten mit ihm zusammen gefeiert. So ein paar Geschenke und so. Mal schauen. Vielleicht kommt er ja wieder. Oder? Nein, die sind immer noch da drin. Oh Mann, ey. Egal, morgen ist ja auch noch ein Tag. Da bleibt ja mehrere Tage hier. Richtig cool. Guten Morgen. Ah, hier oben schläft sich viel besser als da unten. Da hat man eine viel bessere warte mal, ich habe hier Odi gehört. Odi, wo bist du? Mach die Tür auf. Odi ist da. Mein kleiner Bruder kommt wieder. Yippie. Komm rein, Odi. Komm rein, kleiner Bruder. Was ist los? Ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem kleinen Bruder nicht. Wieso? Ich weiß, er ist manchmal komisch und mit. So. Wo ist denn mein kleiner Bruder? Der liegt im Bett. Irgendwas stimmt nicht, Jimmy. Komm schon. Was hast du mit ihm gemacht, Odi? Ja, gar nichts. Wir haben nur gespielt und dann durfte der nur eine Stunde länger wach bleiben und dann ist er eingeschlafen. Du hattest die Verantwortung, du Blödmann. Lass mich rein, lass mich rein. Kleiner Bruder, was ist los mit dir? Oh, der ist ja voll krank. Der hat auch richtig grüne Sachen an seiner Nase da. Dem geht's gar nicht gut. Was hat er zuletzt gegessen? Ich will so Mama. Nein, du darfst nicht zu deiner Mama. Jimmy. Nicht Schokokuchen, hör auf. Du hast ihm nur Süßigkeiten gegeben und Fastfood. Odi. Mann, Jimmy, was soll ich denn machen? Er wollte das. Denkst du, ich weiß, wie man mit Kindern umgeht? Ja, weil du bist der Ältere von uns. Das weiß doch jeder, dass die Karotten brauchen. Ich bin aber auch noch ein Kind, du Blödmann. Ja, da hast du recht. Tut mir leid, dass ich sauer zu dir war. Pass auf. Kleiner Bruder, wir werden dich wieder gesund machen, okay? Wir holen dir auf jeden Fall später noch einen Arzt. Und außerdem... Jimmy, das musst du machen, weil ich müsste jetzt mal kurz zu meinem Baumhaus. Tschüss! Oh, dir hat mein Bruder krank gemacht und jetzt haut er ab. Na schön, der wird schon noch sehen. Egal, auch wenn Odi einen Termin hat, ist egal, Leute. Ich kümmere mich um dich. Keine Sorge. Soll ich dir einen Arzt rufen? Nein, du kannst nicht zu deiner Mama. Das geht nicht, ich krieg sonst Ärger. Ich war doch verantwortlich für dich. Du hast mich angehustet. Bäh. Ich werde dich in Quarantäne stecken. Genau. Ich werde ihn einfach ein kleines Glashaus bauen. Mama hat recht mit dir. Sie nicht, du Blödmann. Hat Mama dir auch gesagt, dass ich dich vom ganzen Herzen lieb? Sie hat gesagt, dass du ein liebevoller Junge bist und du dich immer um alle kümmerst. Ja, das tue ich doch, Sisa. Du wirst schon sehen, was ich für dich mache. Warte, ich muss ihn in Quarantäne stecken. Nicht, dass er noch meine Freunde ansteckt. Und dann muss ich mich um ihn kümmern. Pass auf, ich werde da Glas machen. Genau. Oh nein, die geht hier wirklich gar nicht gut. Du hast dich übergeben, kleiner Bruder. Zum Glück bist du jetzt in Quarantäne. Mama. Die ganze Zeit Mama zu sagen, ich bin doch da für dich. Was willst du haben? Wie kann ich dir helfen, kleiner Bruder? Ich will Mama. Erstmal musst du mir deine Symptome sagen. Was hast du denn? Hast du Bauchschmerzen? Also Übelkeit hast du 100%. Das ist ja eklig. Du hast dich jetzt schon zweimal übergeben. Ich brauche einen Arzt. Du brauchst einen Arzt? Ich weiß aber nicht, wo ich einen herbekommen soll. Habt ihr kein Krankenhaus? Doch, haben wir, aber da ist fast nie jemand. Ich kann mal suchen, vielleicht ist da jemand, okay? Ich komm gleich wieder, kleiner Bruder.
Der Arme, dem geht's gar nicht gut. Wir lassen den mal lieber da drin, Leute. Wenn ihr wollt, dass mein kleiner Bruder wieder gesund wird, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Zusammen machen wir ihn wieder gemeinsam gesund. Krank sein ist blöd, Leute. Das mag niemand. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Jeder war mal krank. Hallo? Hallo, Krankenhaus, das ist ein Notfall. Ist hier ein Arzt oder so? Mann, hier ist nicht mal jemand bei der Rezeption, jemand. So ein blöd, Mann. Hallo? Ist hier niemand? Hallo? Oh Mann, vielleicht ist oben jemand. Hallo? Oh Mann, Sie haben mich voll erschrocken. Sie sind Arzt, richtig? Genau richtig, mein Flykleiner. Also, Sie können auch kleinen Jungen und so helfen, oder? Oh, kleine Junge, krank? Ja, ist sehr krank und außerdem braucht er Hilfe. Der hat sich schon dreimal übergeben. Bring Krankenhaus. Ja. Ich mache ihn wieder korrekt mit dieser Spritze. Mit Spritze? Oh Mann, das wird ihm nicht gefallen. Aber kommen Sie einfach mit, das ist ein Notfall. Sie machen doch auch Ambulantdienst, oder? Genau, ja, ambulant. Ich mache doch Dienst, ja. Sehr gut, Leute. Oh, endlich habe ich einen Arzt gefunden. Perfekt, mein kleiner Bruder wird also wieder gesund. Haha, richtig cool. Können Sie auch Diagnosen und so machen? Also sehen, was er hat? Genau, alles. Ich mache alles. Ich bin Dr. Professor Arzt. Okay, also ich habe meinen kleinen Bruder in so Quarantäne gesteckt, weil der ist echt richtig krank und der hat richtig viel Fastfood gegessen. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht so viel essen, aber schauen Sie sich das an. Geht's gar nicht gut. Kleiner Junge, haben wir mal bitte hier... Spritze, geh weg! Nein, du musst die Spritze nehmen! Bleibe! Und, hilft das? Hier. Testen die Übergabe hier! Sie wollen das jetzt nicht aber smacken, oder? Das ist ja ekelhaft, was sie da machen! Aber Hauptsache okay, ist gut, okay. Oder? Und? So zu machen... Sagen Sie schon, schlafen, kleine, schlafen. Der kleine Bruder hat zu viele Fastfood gegessen. Zu viel Fastfood? Was hilft dagegen? Genau. Schlafen, Spritze und wir brauchen noch eine Kräuter. Kräuter? Ey, wo soll ich jetzt ein Kräuter erfinden? Wir haben Winter. Genau, das ist das Problem. Wenn Sie das Kräuter nicht finden, Junge wird sterben. Was, mein kleiner Bruder kann sterben? Sterben, ja. Oh, nein. Dann werde ich richtig Ärger bekommen und ich will nicht, dass der kleine Racker stirbt. Der sieht so süß aus und das ist mein okay, Bruder. Okay, das war's. 500 aber wo finde ich diese Blöde? Ja, ich gebe Ihnen gleich die Diamanten. Wo finde ich die Kräuter? Kräuter im verbotenen Wald bei Friedhof. Das geht's doch nicht. Oh Mann, ich will da nicht hin. Grüne Kräuter mit Pflanzenblatt, okay? Na, ja, hier ist die Bezahlung. Ich habe keine Diamanten. Ich habe ein Diaschwert. Hey! Tut mir leid. Sie sind Arzt. Sie müssen auch gute Sachen machen. Ich muss jetzt los. Aua! Aua! Tschüss! Mann, der Arzt war voll blöd, aber der hat uns einen hilfreichen Tipp gegeben, Leute. Wir müssen so ein Kräuter finden, wo mein kleiner Bruder wieder gesund wird, weil er so viel Fastfood gegessen hat, der Doofkopf. Ich muss aber in den verbotenen Wald gehen. Ich will da eigentlich gar nicht hin. Das ist voll gruselig da. Aber wir müssen das machen. Genau, wir gehen da jetzt einfach hin. Hier fängt der verbotene Wald an. Und da vorne müsste dann auch schon dieser Friedhof sein. Ganz vorsichtig hingehen. Wird bestimmt nichts schief gehen, Leute. Hals und Beinbruch, so sagt man doch, oder? Also auf jeden Fall müssen wir jetzt auch schon nach Kräutern halten. Nach so komischen grünen Kräutern. Hä? Ein komischer Hund oder Wolf war voll gruselig. Das sind ja voll viele Wölfe. Ich will da nicht hingehen. Nein. Ich muss aber meinen Bruder retten. Was soll ich machen, Leute? Soll ich mein Leben schützen oder meinen Bruder retten? Das ist keine einfache Entscheidung. Hä? Wolf? Du tust mich jetzt nicht beißen, oder? Nö, tust du nicht. Okay, Leute, ich habe hier dieses Kräuterding gefunden. Das war so ein kleiner Pilz, was er braucht. Ich hoffe, das wird ihm helfen, den kleinen Racker. Oh Mann, rein hier, ja, kleiner Bruder. Kleiner Bruder, ich bin's. Geht's dir besser? Ich fühle mich fitter, aber noch ein bisschen Übelkeit. Nimm das, das wird dir helfen. Und, fühlst du dich besser? Wow, mir geht's wirklich besser. Sehr gut. Aber kein Unsinn machen und das bleibt unter uns. Ja, das erzählst du nicht, Mama. Erzähl ich nicht,